Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Eigentlich müsste ich jetzt hier sitzen mit bunten Regenbogenfahnen und den Pride-Monat feiern. Doch ich habe meine bunten Regenbogenfahnen leider vor 7 Jahren verloren, denn da war ich das letzte Mal auf einem CSD und über den CSD geht dieses Video. Denn ich bespreche mit euch, warum ich den CSD total kacke finde, beziehungsweise stelle ich eine These auf, die wir heute so ein bisschen in diesem Video diskutieren. Ich glaube, dass dieses Video bestimmt die Gemüter erhitzen wird. Ich freue mich drauf. Bleibt dran, schaut euch das Video an. Wir starten jetzt! Bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, reden wir doch erstmal darüber, was ist der CSD eigentlich überhaupt? Ganz praktisch gesehen ist der CSD eine Demonstration für mehr Rechte für die Homosexuellen. Eine richtig tolle, aus meiner Sicht, richtig gute Veranstaltung mit einem richtig guten Ursprungskern, der aber nicht nur für Homosexuelle sein sollte, sondern für jeden Menschen, für jeder Mensch sollte so anerkannt und so genommen werden, wie er denn ist und so wertgeschätzt werden, wie er ist. Jeder Mensch aus meiner Sicht ist gleich und kein Mensch sollte anders behandelt werden oder besser behandelt werden, nur weil er anders ist bzw. eine andere Einstellung hat. Jeder Mensch soll frei leben und glücklich damit sein. Allerdings ist natürlich der CSD eine Demonstration, der sich genau dafür einsetzt, nämlich dass Homosexuelle bessere Adoptionsrechte haben, genauso gleichgestellt werden mit der Ehe wie ein heterosexuelles Ehepaar. Also genau ein richtig guter Kern aus meiner Sicht, wo ich sage, das unterstütze ich gerne, das finde ich eine richtig gute Sache und da kann man für auf die Straße gehen und demonstrieren. Reden wir doch einfach mal über Adoptionsrechte für Homosexuelle. Bevor wir über dieses Thema sprechen, welches ja auch oft immer ein Motto des CSD ist, würde ich ganz gerne euch folgende Bilder einblenden. Ich persönlich finde es ganz, ganz schwierig, über Adoptionsrechte zu sprechen, die mit einer Demonstration gefordert werden, wenn man aber so auftritt. Solange der CSD sich so selbst verkauft und die Menschen, die für ihre eigenen Rechte eintreten, sich so präsentieren, glaube ich, kommen wir keinen Schritt voran, mehr Rechte für irgendwas zu erhalten, denn es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Es ist gar keine Demonstration mehr, es ist einfach nur eine riesengroße Partyveranstaltung, wo die Menschen so sein können, wie sie sein wollen, was ja auch richtig ist, aber dann ist das Thema ein falsches, oder? Dann reden wir hier nicht über Adoptionsrechte oder Gleichstellung der Homo-Ehe, sondern wir reden über Party, über Spaß haben und dann muss man das halt auch so verkörpern. Solange das aber so nicht ist und der CSD so präsentiert wird, haben wir Homosexuellen einfach ein Problem, denn es entwickelt sich ein weiteres Bild über uns, was schlechter ist, wo die Menschen, die das im Fernsehen sehen und ja, fucking Medien, die Medien verkaufen natürlich auch das, was sich die Leute gerne anschauen. Das heißt also, es wird nicht der homosexuelle Mann mit einem Schild gezeigt, sondern es werden dann die Leute gezeigt, die halbnackt auf dem Boden kriechen, Hundemasken aufsetzen und noch vielleicht den Arsch raushängen haben. Das sind die Bilder, die durch die Welt gehen und alle denken sich, ja, ja, die Schwulen, die lustige Gruppe. Aber das entspricht ja nicht der Realität. Trotzdem sind wir, und da ist meine persönliche Meinung, haben wir natürlich denn Schwierigkeiten für Dinge zu demonstrieren und dann wundern wir uns im Umkehrschluss auch, dass es nicht funktioniert. Natürlich ist das jetzt sehr pragmatisch gesagt und der eine oder andere wird jetzt aufschreien und sagen, ja, Danny, wie kannst du nur und du kannst es doch nicht so alles gleichstellen. Aber ich möchte halt einfach so diesen Punkt ansprechen, dass es ein sehr sensibles Thema ist. Man kann doch nicht als homosexuelles Pärchen sagen, ich möchte einen Jungen adoptieren, einen kleinen Jungen. Ich meine, wir reden hier von Adoptionsrechte für junge Menschen. Da hat man eine Vorbildfunktion zu sein. Und ich finde es persönlich, und das tut mir leid, aber ich persönlich finde, man verlässt diesen Weg der Vorbildfunktion, wenn man auf allen Vieren mit Gasmaske angefesselt kriecht. Ich bin ganz klar der Meinung, jeder kann machen, was er möchte. Es ist völlig egal. Aber bei solchen Events, wenn wirklich die gesamte Welt zuschaut, muss das denn sein? Also ich möchte nicht am Abend mit meiner Omi telefonieren und ihr erstmal sagen, Omi, mach dir keine Sorgen, denn ich und mein Freund, wir sind nicht so, wir sind eine ganz normale Regenbogenfamilie. Es ist einfach wichtig, dass man das mal sagt, dass der CSD eine super Veranstaltung ist, aber halt einfach falsch genutzt wird. Es sollte ein Sprachrohr sein, sich für seine Rechte einzusetzen, den Menschen da draußen mitzuteilen, was einem denn wichtig ist und dass man es besser erreichen kann.
Aber das passiert nicht, wenn es zu einer Fetischparty ausartet. Ich habe ja gesagt, dass ich früher vor mehreren Jahren regelmäßig auf dem CSD war und dass ich natürlich da auch einiges erlebt habe. Und meine Erlebnisse, die ich auf dem CSD hatte, waren genau das, was diese Bilder zeigen. Ich habe Menschen im Kiez gesehen, die sich halbnackt in den Büschen amüsiert haben. Die haben sich verhalten wie die Tiere, wie die Karnickel. Und da frage ich mich, muss das denn sein? Und wenn jetzt die Leute draußen sagen, naja, es waren ja bestimmt auch Heteros, naja, es waren zwei Männer. Versteht ihr, was ich meine? Das habe ich halt selber gesehen. Und da ist halt so die Frage, klar, Heteros, Love Parade, da passiert das auch. Aber es heißt ja nicht, nur weil die Heteros es ja genauso machen, dass es richtig ist. Ich finde, gerade wir Homosexuellen, wir sind in einem etwas sensiblen Licht. Und gerade wenn es um solche Themen geht wie Adoptionsrechte, ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Die Leute, die Party machen wollen, die einfach nur Spaß haben wollen, sich betrinken wollen, ey, es ist doch gut, kann man ja alles machen und das macht ja auch ganz, ganz viel Spaß. Aber ich glaube, dass der CSD eine andere Botschaft mal hatte und es ist aus meiner Sicht wichtig, diese Botschaft wieder reinzuholen. Ich habe natürlich auch euch gefragt auf Instagram, wie steht ihr denn zu dem Thema CSD? Und vielleicht ist ja meine Meinung einfach nur total verschoben und ich bin total im Unrecht oder vielleicht einfach zu spießig oder zu konservativ. Also die erste Nachricht, die ich geschickt bekommen habe, war zwar ganz gut, aber übertreiben muss man es doch nicht so mit ausziehen und so. Das ist ja letztendlich auch das, was ich gesagt habe. Klar, mein Gott, wenn wir 35 Grad haben und man möchte, kann man ja das T-Shirt ausziehen. Ich glaube, hier geht es halt wirklich so um diese Hardcore-Fälle. Der nächste schreibt mir, ich war noch nie dort bisher. Ich finde, manche vergessen den wahren Sinn des CSDs. Und das ist ja auch meine Botschaft, die ich gesagt habe. Und ich finde das so gut, dass ich anscheinend wirklich nicht alleine da bin. Ja, der wahre Sinn des CSDs ist ein ganz, ganz ehrenhafter und ein ganz toller Sinn. Und ich glaube, würde dieser CSD wieder da sein, wo er mal war, wäre ich der Erste, der da mitläuft. Ich würde wahrscheinlich mit meinem Freund ganz vorne weglaufen, ein Schild tragen und hoffen, dass die Adoptionsrechte für Homosexuelle einfach einfacher wären. Den nächsten Kommentar, den ich geschickt bekommen habe, der Grundgedanke, die Geschichte dahinter gerät immer mehr in den Hintergrund. Genau das gleiche Thema. Auch hier teilt jemand meine Meinung, was ich sehr schön finde. Die nächste Nachricht, die ich bekommen habe, ist, schön, dass wir dadurch gesehen und mal toleriert werden, aber mir persönlich etwas zu übertrieben. Ja, auch das ist wieder ein Kommentar, wo ich der Meinung bin, genau, es ist halt einfach ein bisschen übertrieben. Man kann alles etwas runterschalten vom Pegel und dann glaube ich, ist dieser CSD auch wieder ganz entspannt. Ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, die für den CSD sind, die ganz klar sagen, es ist toll, frei auf dem CSD sich verhalten zu können, sich feiern zu können. Das sind alles Dinge, die verstehe ich und ich möchte niemanden irgendwie jetzt vor den Kopf stoßen, wenn ich sage, dass das falsch ist. Es gibt auf dem CSD kein richtig und kein falsch. Jeder kann auf dem CSD sich so geben, wie er möchte. Man muss ja immer nur selbst fragen, was ist denn mein Ziel? Wo möchte ich denn mit dem CSD denn mal ankommen? Und was ist denn der Zweck dahinter? Was halt ich persönlich mir wünschen würde, ist, dass man den CSD wirklich als Demonstration nutzt, dass man sich hier für mehr einsetzt. Und was denn in Diskotheken und den diversen Clubs in Berlin passiert, ist ja was ganz anderes. Das Nachtleben in Berlin ist ja riesig und wenn der CSD tobt, dann ist dieses Nachtleben noch schriller, noch bunter, noch perverser. Und da kann da jeder hingehen. Jeder kann ja in seinen Bereich gehen, wo er sich wohlfühlt. Da sind die Kameras aus, da schädigt man nicht unbedingt Menschen, die das vielleicht gar nicht sehen wollen. Und dann kann man da doch so sein, wie man möchte. Viele werden jetzt vielleicht von euch denken, okay, das hat was mit Unterdrückung zu tun, man kann nur sich dort austoben, wo man nicht gesehen wird. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Doch man muss halt auch ein bisschen ein einfühlsames Vermögen entwickeln, dass vielleicht nicht jeder Mensch sehen möchte, wie Menschen auf dem Boden nackt kriechen. So, also es sind halt einfach Anblicke, die mögen die einen und die anderen mögen es halt nicht. Ich hoffe, dass ich mit diesem Thema niemandem zu nahe getreten bin und wünsche euch einen schönen CSD. In Berlin ist es bald soweit. Die ersten CSDs sind ja schon gestartet in der Welt. Und ich persönlich bin ganz klar der Meinung, Homosexuelle sind Menschen genauso wie Heterosexuelle. Und das ist ja auch logisch. Wir verdienen genau die gleichen Rechte wie ein heterosexueller Mann, wie eine heterosexuelle Frau. Da darf es keine Unterschiede geben. Demonstrationen sind dafür da, um sich für Rechte stark zu machen, um sich für Minderheiten stark zu machen, um mit allen eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Wir sind Menschen, wir sind gleich, Liebe für jeden, Love is Love. Das sind so diese Themen, die wir hier ganz klar in den Vordergrund rücken müssen. Ich glaube einfach fest daran, dass wenn wir als Community zusammenhalten, gemeinsam einen Weg gehen, wir ganz, ganz viel erreichen können. Und das ist einfach der Sinn eines CSDs. Und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht so ein bisschen
über meine Worte nachdenkt, sich nicht gleich persönlich angegriffen fühlt. Viele Menschen neigen dazu, ja immer gleich alles persönlich zu nehmen und sich schmollend in die Ecke zu ziehen oder Hater-Kommentare zu schreiben. Das ist immer so dieser Standard, wo ich einfach sage, atmet durch, bleibt entspannt, denkt doch einfach mal drüber nach, was ich gesagt habe. Oder aber vielleicht auch ganz anders, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, okay, krass, so von dieser Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, Danny hat ja schon recht. Lasst dieses Video mal auf euch wirken und schreibt mir in die Kommentare eure Meinung. Wie seht ihr das und glaubt ihr, dass der CSD wirklich etwas übertrieben ist oder seid ihr der Meinung, dass alles richtig ist? Denn jeder kann so sein, wie er möchte. Jeder sollte frei leben, lieben und das halt auch so, dass es jeder mitbekommt. Schreibt mir dieses in die Kommentare. Wenn du anonym sein möchtest und mich haten willst, Telonym, da hast du die Möglichkeit, einfach mal auf den Putz zu hauen, ohne dass man dich erkennt. Das heißt also, du hast die klassische Tüte über den Kopf. Ich sehe nicht, wer mir das schreibt. Und da darfst du dich dann so richtig austoben. Und vielleicht mache ich bald ein neues Hater-Kommentar-Video und du kannst Teil dieses Videos sein. Offenbar gibt es ein Problem. Selbst Google hat das Problem erkannt. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, denn da werdet ihr immer informiert, wenn es von mir neue Videos gibt. Ich verabschiede mich jetzt. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, es sind 35 Grad. Ich gehe jetzt in eine eiskalte Wanne. Haut rein. Tschüss.